Ja, servus miteinander. Liebe Grüße aus Freiburg. Ich bin Peter Heidelbach. Jetzt geht es um Migration, das Import-Export-Geschäft. Und ich würde direkt mal einsteigen. Ja, das können Sie von dem Vortrag erwarten. Es gibt erstmal eine Übersicht über die verschiedenen Tools und ihre Anwendungsmöglichkeiten, wie die sich unterscheiden. Danach geht es im Spezielleren um den Map-Converter. Und der letzte Punkt ist eigentlich ein bisschen geschummelt. Das geht immer noch um den Map-Converter, aber um die Möglichkeit, wie man QGIS-Projekte in ArcMap importieren kann. Ja, kommen wir zu den verschiedenen Tools in dem Überblick. Das erste, was man direkt erwähnen kann und sollte, ist Slyer, entwickelt von North Road unter der Hand von Niall Dawson. Dabei handelt es sich um ein QGIS-Plugin, das per Drag-and-Drop ArcMap-Dateien direkt in QGIS importieren kann. Technisch basiert es auf einem Reverse Engineering der Binärdateien. Das ganze Projekt ist noch in der Finanzierungsphase. Das heißt, es gibt gerade eine Community-Edition, die eingeschränkte Funktionalität hat. Das heißt, bis jetzt werden nur Style-Dateien unterstützt beim Import. Wie das Ganze aussieht, habe ich hier mal von der Website von denen das GIF kopiert. Und das ist natürlich beeindruckend einfach, wenn man sich in QGIS befindet, ein MXD-Projekt direkt zu öffnen. Zu der Funktionalität, die jetzt schon da ist, das sind die Style-Dateien, die man so schon direkt öffnen kann mit der Community-Edition. Und es ist finanziell so geregelt, dass wenn ein bestimmter Pledge erreicht ist, weitere Möglichkeiten freigeschaltet werden für alle. Das heißt, es macht natürlich Sinn, sich auch daran zu beteiligen, weil irgendwann die ganze Community etwas davon hat. Ja, kommen wir zum nächsten. Bridge von Geocut. Dabei handelt es sich um ein ArcMap-Plugin, also von der anderen Seite. Und das macht es möglich, ein Projekt als Webservice zu exportieren. Und dann kann man das zum Beispiel mit einem Geo-Server oder einem Map-Server nutzen und öffentlich machen. Da gibt es eine 3-Tage-Trial-Version. Das ist natürlich etwas wenig, um die ganze Funktionalität zu testen, aber man kann sie testen und danach kostet es auch einen monatlichen Betrag. Ich habe hier ein kleines Bild, wo man sehen kann, dass auch die Symbologie gut übertragen wird von ArcMap, in dem Fall zum Geo-Server. Das ist von einem Vortrag von 2013, der recht interessant ist, auch wenn er etwas aus der Zeit ist. Da habe ich leider nur aktuellere Sachen gefunden, die dann so in Richtung Werbevideo gehen. Die konnte man jetzt nicht so schön einbinden. Dafür gibt es eine recht aktuelle Dokumentation von dem Ganzen, die ziemlich ausführlich zeigt, was für Styles da unterstützt werden und was ich auch interessant fand, eine Mapping von den klassischen Markern, die man in Esri so hat, zu der offenen Schrift Wingdings und den Entsprechungen, wie man rein theoretisch Marker umwandeln kann und dann auch unlizenziert benutzen kann. Ja, als letztes der Map-Converter. Der wird von der Ware Group entwickelt. Es ist eine Toolbox, die auf Python basiert und das ganze Projekt als QGIS XML speichert und somit auch in QGIS nutzbar macht. In nicht weit entfernter Zukunft ist es damit auch möglich, den anderen Weg zu benutzen, also ein QGIS-Projekt zu importieren in ArcMap. Aber da komme ich später noch zu. Das Ganze gibt es auf GitHub. Hindernisse beim Export, das ist was egal welcher Ansatz nun benutzt wird, schon für alle ein gewisses Problem auch beherbergt. Und zwar zum einen natürlich der Funktionsumfang, der von QGIS und ArcMap einfach unterschiedlich ist. QGIS kann manche Sachen, die ArcMap nicht kann und andersherum natürlich auch. Da
kann man erwähnen, dass Niall Dawson, der das Slayer-Plugin entwickelt, viele Funktionalitäten, die es in QGIS noch nicht gibt, dazu baut, damit Slayer auch noch besser funktioniert. Das heißt, im Laufe der Zeit wird es eine immer größere Kompatibilität zwischen den beiden geben. Der nächste Punkt, ja, die Esri-Fonts, da sind viele Marker drin abgespeichert, die man so klassischerweise benutzt in ArcMap und die lizenziert sind. Haben wir eben schon gesehen, es gibt Möglichkeiten, wie man die übersetzen kann, beziehungsweise wenn man eh seine eigenen Fonts hat, ist das ja auch gar nicht so schlimm. Das Letzte, was Probleme macht, sind die Query-Editoren. Ich habe dazu ein Bild, damit man sich das besser vorstellen kann. Links ist der Ausdruckseditor von QGIS und rechts ist der Ausdruckseditor für Labels von ArcMap. Ja, und man kann sehen, dass einfach die Syntax von den beiden unterschiedlich ist. Und das hat zur Folge, dass sehr einfache Ausdrücke wie zum Beispiel der Name einer Stadt sich schon gut übertragen lassen, aber sobald es komplexere Konkatenierungen von Strings oder so etwas gibt, muss man da nochmal nachschrauben. Genau. Ja, dann würde ich schon direkt auf den Map-Converter im Speziellen eingehen. Der ist inspiriert von einem Skript von Alan Mongoo von 2011. Und vor 10 Jahren hatte der eine recht, also da war die Idee schon, dass man prinzipiell mit der ArcPy-Schnittstelle, die es gibt in ArcMap, ein Projekt auslesen kann und das Ergebnis in einer XML speichert. Leider nur sehr begrenzt von seinen Möglichkeiten. Und zwar konnte man, das war jetzt zu schnell, einen Vektorlayer nur in einer festen Standardfarbe exportieren. Wenn der zum Beispiel jetzt so individualisierten Style hatte, gab es da hart gecodet eine Zeile, die gesagt hat, okay, wenn der Layer jetzt in QGIS geöffnet wird, dann ist der so Bordeaux-rot. Und dann war natürlich die Frage, ja, warum ist das so? Und ArcPy unterstützt verschiedene Renderer von Haus aus. Und ja, da steht natürlich eine kleine Liste. Aber dann fragt man sich, gut, der Simple Renderer, der jetzt nur eine Farbe mir wirklich für eine Fläche zum Beispiel zur Verfügung stellt, der taucht da nicht auf. Ja, weil er nicht unterstützt wird. Ich habe da mit einem Kollegen gesprochen, der meinte, ja, schau dir mal die Arc Objects an. Damit kann man eigentlich prinzipiell alles auslesen, was es so gibt. In ArcMap. Damit, das ist quasi das Grundgerüst, aus dem die Objekte gebaut sind. Wenn man dann danach sucht, nach Python und Arc Objects, stößt man recht schnell auf die COM-Types. Und das ist eine Python-Bibliothek, die ja, Zugriff auf COM-Komponenten, das kann man leider wirklich so sagen oder muss man fast, erlaubt. Und die Arc Objects sind genau solche COM-Komponenten. Das ist ein Datenmodell, was von Microsoft entwickelt wurde, was es Programmiersprachen und auch systemübergreifend möglich macht, auf bestimmte Objekte zuzugreifen und mit denen zu arbeiten. Ja, da freut man sich dann natürlich, wenn man sich denkt, oh, so viele Möglichkeiten. Und dann kommt leider das dicke Ende. Ja, das Ganze sind 34 Bibliotheken, die in ja, etwas unübersichtlichen PDFs so auf 10 bis 20 Seiten erklärt werden, wie die dann zusammenhängen. Und dann überlegt man noch mal kurz, ob man vielleicht doch nichts mit diesen Arc Objects zu tun haben will. Und um den technischen Teil abzuschließen, habe ich mal ein kleines Beispiel, wie man mit Hilfe von den Arc Objects wirklich zu der Farbe eines Layers kommt. Sie sehen, es sind jetzt nicht so viele Schritte, aber man muss ein bisschen suchen, bis man sie gegangen ist. Die Ausgangslage ist hier der Arc Layer. Das hat folgenden Hintergrund, dass man über die Arc Objects erstmal die Anwendung von ArcMap auf die zugreifen kann und dann sagen, ja, jetzt gib mir das Projekt, was gerade geöffnet ist und dann gib mir auch alle Layer, die in diesem Projekt sind. Und ja, dann hat man sie als Arc Layer. Das ist sozusagen das
Elternobjekt, was man dann noch spezialisieren muss, wenn man das auslesen möchte. In dem Fall ein Feature Layer, was auch nochmal das Interface wechseln muss auf ein Geo-Feature Layer. Warum, sehen wir im nächsten Schritt. Über den Geo-Feature Layer kommt man auf den Renderer. Und über den Feature Layer kann man sich ein Feature zurückgeben lassen, wie der Name schon vermuten lässt. Ja, und wenn man diese beiden dann wieder kombiniert, kann man sagen, gut, Renderer, gib mir mal das Symbol, was dieses Feature rendert. Und wenn man dann im nächsten Schritt noch sagt, okay, ich weiß jetzt, ich habe jetzt zumindest mal dieses Symbol, ich muss jetzt noch mal ein bisschen genauer sagen, was das für eins ist. In unserem Fall ist es ein Simple Marker Symbol. Dann kann man endlich sagen, okay, dann gib mir die Farbe und auch den RGB-Wert davon. Ehrlicherweise ist das doch auch noch nicht ganz das Ende, weil dieser RGB-Wert ein Integer ist, den man dann nochmal umrechnen muss in dieses RGBA, was dann auch in der QGIS XML an der richtigen Stelle stehen sollte, damit QGIS versteht, welche Farbe der Layer jetzt wirklich hat. Ja, das ist ein XML aus einer QGIS-Datei, in dem Fall nur das Rendering eines Layers. Oh, und wenn man es dann gefunden hat, kann man sich an die nächste Eigenschaft eines Layers machen. Der Map-Converter ist jetzt noch nicht so alt, aber es gibt schon wieder einige Neuerungen, auf die ich jetzt nochmal eingehen möchte. Und zwar den Layout-Export. Das geht Hand in Hand mit dem Data-Frame-Support, mit dem verschiedene Karten auf einem Layout ermöglicht werden. Das geht in QGIS über die Kartenthemen. Die hießen früher Sichtbarkeitsvoreinstellungen und werden wir gleich auch nochmal sehen, was das bedeutet. Außerdem kann man jetzt auch Style-Dateien, die man in ArcMap hat, auch exportieren und hat dann die ArcMap-Styles zur Verfügung in QGIS. Ja, und dann sind noch ein paar verschiedene Renderer und Styles so dazu gekommen. Ja, erstmal zum Layout. Das ist ein ArcMap-Layout. Jetzt sehen wir das Ganze mal in der QGIS-Version. Ja, sieht sehr ähnlich aus. Kurzer kleiner Hinweis, ich zoome ein bisschen ran. Der Nord-File, der wird quasi standardmäßig von QGIS gesetzt, weil es da einfach unterschiedliche Modelle natürlich gibt. Die Scalebars unterscheiden sich auch etwas in der Darstellung. Da hat ArcMap einfach ja ein bisschen differenzierte Möglichkeiten, um das darzustellen. Was vermutlich aber auch in neueren Versionen sich auch ändern wird, weil gerade das Layout etwas ist, was zum einen auch von Niall Dawson überarbeitet wird und deswegen da ja eine größere Übertragbarkeit noch kommen wird. Sonst kann man sehen, hier ist ein recht wildes Polygon und ein Rechteck, eine Bilddatei, verschiedene Schriften und auch eine sehr kurze Legende. Und die können auch an der richtigen Stelle in QGIS ja, übertragen werden. Ich habe ein ganz kurzes Video, wo man den ganzen Prozess verfolgen kann. Das ist jetzt ArcMap. Wie gesagt, MapConverter ist eine Toolbox. Die kann man einfach per Klick öffnen und dann als Parameter eine QGIS-Datei setzen, in der dann das Projekt gespeichert wird. Der rattert dann hier kurz durch. Ich habe es unwesentlich beschleunigt, damit wir hier nicht nur so zuschauen. Es gibt eine kleine Übersicht von den Objekten, die überstellt wurden. Und dann nochmal das Ganze im Vergleich in QGIS. Das Layout versteckt sich wie alle QGIS-Layouts hier und heißt dann einfach Imported Layout. Ja, und auch hier kann man sehen, es gibt jetzt die zwei verschiedenen Karten. Man kann einem Kartenframe ein Thema zuordnen. In dem Fall ist es der New Data Frame. Und das kopiert so ein bisschen die Frame-Struktur, die
ArcMap hat, mit der man verschiedene Ansichten haben kann. Also hier kann man sehen, das ist jetzt, sind jetzt einfach zwei Gruppenlayer. Der eine heißt New Data Frame und der andere Layers. Und die Sichtbarkeitsebene macht es halt möglich, dass man entweder die alle ausschaltet und nur die anderen sehen kann oder halt dementsprechend andersherum. Dadurch sind diese beiden Karten auch unterschiedlich vom Style und dem, was man sehen kann. Was noch nicht geht, ist hier die Legende zum Beispiel. Da kann man in ArcMap verschiedene Styles pro Eintrag machen. Und in QGIS sind die leider alle gleich gestylt. Ja, vermutlich kann man damit leben, aber es ist auf jeden Fall unterschiedlich. Die Scalebars sind auch noch etwas anders. Die Benennung und auch der Style passt. Aber auch die Anzahl der Einträge ist ein bisschen anders. Ja, die Geometrien lassen sich ganz gut übertragen, auch wenn sie wilde Polylinien sind. Und auch Texte lassen sich gut übertragen. Ja, das letzte ist hier der Nordfall, der ist natürlich auch wieder anders. Ja, also es gibt kleine Unterschiede, die natürlich programmbedingt sind, aber einen Großteil kann man schon einfach damit exportieren. Das nächste sind Style-Galerien. Hier werden ja alle Symbole unterstützt, die der Map-Converter für Projektdateien schon unterstützt. Was leider nicht geht, sind bildbasierte Symbole. Da gibt es leider noch eine technische Hürde, wie man da drankommt. Und darüber hinaus bin ich mir auch lizenztechnisch gar nicht ganz sicher, wie man so ein Bild einfach weiter benutzen kann. Aber das sei mal dahingestellt. Labels werden prinzipiell als Line Callout exportiert, aber lassen sich natürlich in QGIS dann auch anpassen. Nochmal kurz eine Übersicht. So sehen die Labels aus, wenn man keine Esri-Fonts auf seinem Rechner hat. Wenn man sie denn hat, hat man natürlich auch die bunten Symbole und sie sind doch schöner anzuschauen. Ja, und hier ist die QGIS-Stilverwaltung, wo schon eine ganze Reihe Esri-Styles importiert sind. Ja, und das unterstützt Marker, Linien, Farbverläufe, die man dann da zur Verfügung hat. Ja, dann komme ich schon zum letzten Punkt, der QGIS-Import. Ich zeige erstmal ein paar Bilder, die jetzt nicht ganz ähnlich, sondern eher unterschiedlich sind. Und zwar als Beispiel für das, was Probleme machen kann, wenn man ein QGIS-Projekt nach ArcMap importiert. Das ist eine Schatzkarte. Wer schon mal eine Schulung gemacht hat bei der Ware Group, kennt sie vielleicht. Und ich dachte, das ist ein ganz gutes Beispiel, weil es schon viel drin hat. Ja, und so sieht das Ganze dann in ArcMap aus. Ist ein bisschen traurig, ne? Ich meine, positiv kann man sagen, die Inseln stimmen, die Beschriftung und auch ja, die Position natürlich von den Symbolen. Aber was ist da jetzt schwierig für das Programm oder für ArcMap? Ich habe hier mal die verschiedenen Gründe aufgelistet. Ja, die Bäume sind SVGs, kann man so leider nicht einfach in ArcMap benutzen. Außerdem haben sie eine Veränderung der Farbe, je nachdem, wie nah die an dem Wasser sind, beziehungsweise an der Grenze des Polygons. Da wurde mit dem Ausdruckseditor gearbeitet und, wie vorhin schon mal erwähnt, diese Query-Editoren, ja, lassen sich leider nicht einfach so übertragen. Das muss man quasi nacharbeiten dann. Die Einfärbung der Insel wurde mit einem Geometriegenerator und einem Shapeburst erstellt. Die gibt es so in der direkten Entsprechung leider auch nicht in ArcMap. Da müsste man da auch nochmal nachjustieren. Und das Wasser kann man hier sehen, das ist ein virtueller Layer. Das ist quasi das umgedrehte Polygon von den Inseln und einem Shapeburst. Ja, so leider auch nicht direkt übertragbar. Und der Overlay von dem Raster, das ist ehrlich gesagt einfach noch nicht implementiert. Das ist das, was sich wohl am einfachsten lösen lässt. Noch ein anderes Beispiel.
Das ist das Freiburger Straßennetz. Man kann sehen, es ist ein einziger Layer, der eine ganze Reihe von Styles hat. In ArcMap kann man sehen, okay, es ist ein einzelner Layer, der nur einen Style hat. Ja, es liegt am regelbasierten Renderer. Und der ist unglaublich mächtig, weil er auf verschiedenen Ebenen es möglich macht, einen Layer zu verändern und zu symbolisieren. Und zwar zum einen über die Skalierung, je nachdem, wie nah oder weit weg ich von dem Projekt gezoomt bin. Und einer Regel, die man festlegen kann. Und das macht diesen Renderer einfach extrem mächtig, weil hier der Fantasie wenig Grenzen gesetzt sind, wie man diese Regeln auf die Features anwendet, die man dann mit einem Symbol versieht. Ja, und so einen regelbasierten Renderer gibt es leider in ArcMap gar nicht. Deswegen kann man das natürlich so oder nicht darstellen. Wenn man aber eine Weile sucht, findet man den Scale Dependent Renderer. Und wenn Sie den jetzt noch nicht kennen, obwohl Sie ArcMap Power User sind oder so, hat es folgenden Grund. Der Scale Dependent Renderer is not available using the ArcGIS Interface. To use this renderer, you must use code to build and assign the renderer to a layer. Also man kann über die Oberfläche nicht auf den zugreifen und er ist quasi als Code versteckt. Und das ist natürlich ziemlich sneaky und auch irgendwie ein bisschen lustig, dass es da keine Oberfläche gibt. Naja, aber man kann damit leider nur auf dieser Ebene arbeiten. Und die ganzen Regeln lassen sich da leider nicht abbilden. Und deswegen habe ich da etwas Arbeit reingesteckt, um das zu probieren, aber recht schnell festgestellt, dass diese Regelhaftigkeit ja einfach ein bisschen zu mächtig ist, um sie direkt zu übertragen. Ja, das ist also ein Hindernis beim Import. Also wer ausgiebig den Rule-Based Renderer benutzt oder mit dem Geometriegenerator oder Mischmodi und Effekten seine Kartenstyle, da ist es natürlich dann schwierig, das zu machen. Außerdem gibt es bestimmte Daten, zum Beispiel SVGs, die sich in ArcMap nicht so einfach benutzen lassen. Und genau wie beim Export ist auch beim Import das Problem, dass diese Editoren eine unterschiedliche Syntax haben. Ja, aber kommen wir dann von den Hindernissen zu den Fällen, wo es gut klappt und wo es auch sehr komplexe Projekte sein kann, die man importiert. Ich habe hier im Beispielvideo mal das Natural Earth Projekt. Das habe ich schon mal aus ArcMap exportiert. Jetzt kommt es quasi als Kugelsetter wieder zurück. Das funktioniert auch über die Toolbox. Bis jetzt heißt sie noch Map Converter Reverse. An dem Namen kann man vermutlich noch schrauben. Hier sucht man sich die QGIS-Datei, die man importieren möchte, und legt noch einen Workspace Path fest. Und in diesem Pfad wird das ArcMap-Projekt abgespeichert und auch ein Ordner, in dem die Layer-Files zu den einzelnen Layers erstellt werden. Okay, das dauert dann einen Moment. Ich habe es auch wieder unwesentlich schneller gemacht. In dem Fall sind es 70 Layer und ein kleines Layout. Natürlich ist die Karte ein bisschen riesig, das müsste man kleiner machen. Ja, aber die anderen Elemente sind richtig übertragen. Man sieht, der Kartenausschnitt ist ein anderer in QGIS und in ArcMap. Das hat folgenden technischen Hintergrund, dass in ArcMap die Kartenansicht, die man im Layout hat, genau dieselbe ist wie in der Data View. Deswegen werden hier so Bookmarks angelegt und man kann sich das dann so einstellen, dass es auch ein Pendant von den zwei Ansichten wie in QGIS gibt. Ja, und dann kann man sehen, dass die verschiedenen Elemente sind an den richtigen Stellen. Das ist wieder die Data View.
Und dann gibt es das Natural Earth Projekt, was hier aus diesen 70 Layern besteht. Man kann sehen, es ist eine ganze Reihe von Feature Layern und Labels, die von QGIS importiert wurden und jetzt in ArcGIS sichtbar sind. Ja, wenn es so einfach klappt vom Export, kann man sich freuen. Und zusammenfassend kann man da nochmal sagen, es gibt viele Möglichkeiten, Daten auszutauschen zwischen den Systemen und dass verschiedene Lösungen je nach Anwendungsfall mehr Sinn machen. Also Slayer, wenn man direkt ein ArcMap-Projekt nutzen möchte in QGIS, möglicherweise auch gar keinen ArcMap selber zur Verfügung hat. Bridge für Nutzung als Webservice und den Map-Converter, wenn man auch in beide Richtungen ex- oder importieren möchte. Ja, damit bin ich schon fertig. Dankeschön.